Hallo, mein Name ist Britta Remmel und ich begrüße dich ganz recht herzlich hier zu der ersten Bildkarte und zu dem ersten Tool, was ich dir hier vorstellen möchte. Ich habe mir hier ein Format ausgedacht, das dir bei deinem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung helfen soll, was dich aber auch so ein bisschen in ein erwachtes, bewusstes Leben hinein begleiten soll. Und ich kam auf dieses Format gerade jetzt zu dieser Zeit, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es für die meisten Menschen da draußen geworden ist, sich ja auf einen Punkt zu besinnen, der unantastbar geworden ist. Was meine ich damit? Da draußen ist gerade alles im Umbruch. Wir haben mehr als sonst erfahren, wie schnell da draußen sich alles verändern kann. Das heißt, dass wir Dinge, die wir uns aufgebaut haben, zum Beispiel unsere Jobs oder auch unsere Gesundheit, und alleine die Tatsache, dass wir unbeschwert einkaufen gehen können, wie schnell das von jetzt auf gleich kippen kann und wie unsicher das Leben da draußen ist. Und ich glaube, umso wichtiger wird es, diesen inneren Punkt in uns zu stärken und da uns drauf zu beziehen. Und deswegen möchte ich jetzt hier mit diesem ersten Video zum einen erst einmal erläutern, was ich mit dem Thema Erwachen eigentlich meine. Für mich ist das Erwachen oder das erwachte Herz, das erwachte Bewusstsein nichts, was nur ganz speziellen Gruppen zugeordnet werden kann, irgendwelchen indischen Yogis oder irgendwelchen Mönchen oder so etwas. Ich glaube, dass jeder von euch so ein erwachtes Leben führen kann. Und ich glaube daran, dass ganz am Anfang davon drei Grundfragen gestellt werden müssen. Und das sind die Grundfragen: Was macht das hier für einen Sinn? Also warum bin ich hier? Auch wo komme ich her und wo gehe ich hin? Diese drei Grundfragen, das sind so die Fragen, die am Anfang eines Prozesses stehen. Und die Antwort auf die Fragen kann nur jeder für sich selber finden. Die kann auch ich dir nicht geben, die habe ich nicht. Aber ich bin genau wie du auf dem Weg. Das ist so ein Prozess, der für mich auch nicht aufhört. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass mal irgendwann so ein Punkt erreicht wird, wo ich sagen kann, hey, jetzt bin ich da und jetzt bleibe ich da, sondern es gibt immer wieder Aufgaben im Leben, Herausforderungen zu meistern. Aber, und das ist der Punkt, also auch mich bellen immer noch da draußen Hunde an oder irgendetwas anderes passiert mir, was mich ängstigt. Aber ich habe gelernt, immer auch aus jeder Lebenssituation heraus eine höhere Sichtweise einzunehmen und den Beobachter meiner Lebenssituation mit hineinzubringen und den zu stärken. Und dabei sollen dir hier meine Videos helfen. Ein erwachtes Herz bedeutet für mich, dass wir die Einheit mit einem größeren Ganzen wieder anerkennen und unser Leben von dieser Einheit heraus gestalten, also von innen nach außen heraus gestalten. Und dass wir immer auch diese drei Fragen im Kopf haben. Wer bin ich denn eigentlich? Wo gehe ich hin und wo komme ich her? Also die Sinnfragen des Lebens. Und dass wir immer tiefer in die Antwort hineinleben wollen. Das bedeutet für mich Erwachen oder ein erwachtes Leben führen. Und jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, können denn Tools dabei helfen? Kann man denn mit Tools ein erwachtes Leben führen? Ja und nein. Die Tools sind Werkzeuge, die genauso wie dein Wecker ein Werkzeug ist, was dich morgens aufweckt. So kann auch ein sanfter Sonnenstrahl etwas sein, was dich am Morgen erweckt, oder das Vogelgezwitscher etwas sein, das dich am Morgen erweckt. Der Zustand aber, wach zu werden, wach zu sein oder wach zu bleiben, das ist etwas, das kommt vom Innen her. Und das ist auch ein Prozess, den man auch nicht so von außen irgendwie planen kann. Meine Tools sollen dir vielmehr dabei helfen, dich persönlich zu entwickeln und wieder Kontakt zu dir aufzunehmen, zu erkennen, wer bin ich, wo will ich hin und was mache ich hier eigentlich? Dabei sollen dir die Tools helfen. Die Sichtweisen sollen dich hier inspirieren und deswegen wird es hier auch viele kleine Geschichten geben. Ich möchte dich bitten, wenn ich so ein Storytelling erzähle, dass du einfach mal nach innen lauscht und guckst, was macht die Geschichte mit dir, dass du in ein Gefühl kommst. Denn hier ist es immer ganz wichtig, dass wir den Körper dazu nutzen, Erfahrungen zu machen, und ich werde dir hier viele kleine Erfahrungsübungen vorstellen, mit denen du Kontakt mit dir und deinen inneren Kräften herstellen und aufrechterhalten kannst. So viel zu meinem Vorhaben. Jetzt geht es aber hier um die allererste Karte. Ich möchte dich bitten, dir diese Karte zunächst einmal anzuschauen und sie auf dich wirken zu lassen. Und dann assoziiere einmal frei zu der Karte. Das heißt, schreib einmal alles raus, was dir zu der Karte einfällt. Welche Gefühle bringt die Karte in dir hoch? Welche Erinnerungen tauchen auf? Wenn du wissen möchtest, wie das ganz genau funktioniert, dann schau dir hier unten nochmal ein Video dazu an, was ich dir verlinke, zum Thema freien Assoziierens.
Ja, die Karte habe ich gezeichnet, weil ich einmal eine kleine Geschichte gelesen habe, die hat mich sehr inspiriert. Und zwar ging es da um einen Bettler, der saß auf einer Kiste, auf einer Truhe. Und ein Mann kam vorbei und sagte zu dem Bettler: Sag mal, hast du schon mal jemals in die Kiste hineingeguckt? Und der Bettler zuckt mit den Schultern. Nee, wieso? Na, schau doch mal rein, sagte der Mann. Und dann öffnete der Bettler die Kiste und dann waren da ganz viele, viele Goldstücke drin und ganz große Reichtümer. Und der Mann sagte zu dem Bettler: Weißt du, als die Götter damals die Kraft und die Fähigkeiten erschufen, da wollten sie nicht, dass die Menschen die sofort entdecken. Und sie wussten aber, auf den höchsten Höhen der Berge würden sie irgendwann suchen und auch in den tiefsten Tiefen der Täler. Aber wo sie niemals suchen würden oder wo sie ganz zum Schluss suchen würden, das ist da, wo sie sie letztendlich versteckten, nämlich im Innern eines jeden Menschen. Und deswegen die erste Kiste. Ich möchte, dass du jetzt zunächst einmal in deine Schatzkiste hineinguckst. Was macht dich denn eigentlich aus? Welche Fähigkeiten hast du? Welche Talente hast du? Und wie kannst du diese Fähigkeiten und die Talente in die Welt rausbringen und mit der Welt da draußen teilen? Darum soll es jetzt hier in diesem ersten Tool gehen. Und im ersten Schritt dieses Tools solltest du einfach erst einmal alles aufschreiben, so brainstormartig, was dir zu deinen Fähigkeiten und Talenten einfällt. Nimm dir dazu am besten wirklich ein DIN A4-Format, ein DIN A4-Blatt und schreib einmal alles auf, was dir einfällt, was du an Talenten hast, was du an Talenten, Fähigkeiten und Potenzial besitzt. Also erst einmal ist das die bewusste Suche. Und dann geht es im Schritt 2 darum, dein Erleben zu untersuchen. Was heißt das? Du hast bestimmte Erfahrungen in deinem Leben bereits gemacht. Du kommst am schnellsten daran, wenn du dir die emotionalsten Erfahrungen mal raussuchst oder die heftigsten Herausforderungen, die du im Leben gemeistert hast. Und wenn du diese heftigsten Herausforderungen hast, 2, 3 reichen, dann stell dir mal die Frage, welche Fähigkeiten hast du eingesetzt, um diese Herausforderungen zu meistern? Und dann kommst du noch mal an ein paar Punkte zusätzlich heran. Ein dritter wichtiger Punkt, um an dein Potenzial zu kommen, das ist dir einfach mal deinen besten Freund oder deine beste Freundin zu fragen. Sag mal, was glaubst du eigentlich, was mein bestes Potenzial ist? Was glaubst du eigentlich, was meine herausragendste Fähigkeit ist? Und manchmal sind wir da ganz erstaunt, was die Freunde uns da so sagen. Vielleicht sagen die uns so etwas wie, du kannst super gut zuhören. Und wir selber haben das noch gar nicht als eine Fähigkeit geschätzt. Denn gerade bei Potenzialen und Fähigkeiten ist das oft so, wir lernen da mal etwas oder wir machen da mal etwas und dann vergessen wir wieder, dass wir es gelernt haben. Deswegen kann es sehr hilfreich sein, Freunde zu fragen, was sie glauben oder was sie an dir sehr schätzen. Wofür suchen die dich auf? Also mit welcher Frage kämen die am ersten zu dir? Wäre das eher eine handwerkliche Frage oder wäre das eher eine emotionale Frage? Und dann kommst du an deine Fähigkeiten und dein Potenzial heran. Ja, und um dein Potenzial mit anderen zu teilen, ist es jetzt wichtig, dass du ein Bild von dir entwirfst, eine Vision von dir entwirfst. Wie genau möchtest du das teilen, was in dir ist? Wie genau möchtest du dein seelisches Mitgebsel quasi mit anderen teilen? Gibt es da eine Vision, die du aufbaust? Nehmen wir mal an, du kannst gut zuhören. Könntest du vielleicht bei der Telefonseelsorge eine Ausbildung machen? Dann könntest du das mit anderen teilen. Hierbei geht es nicht immer darum, Geld zu verdienen. Du wirst noch merken, dass es das nicht ist, was dich letztendlich glücklich und zufrieden macht, sondern dein So-Sein zu leben und das mit anderen zu teilen. Das macht dich viel glücklicher und ist viel sinnerfüllter als alles andere. Also wie kannst du deine Fähigkeit mit anderen teilen? Entwickle ein klares Bild davon, eine Vision davon. Und dann geh erste Schritte. Geh in die Handlung und überleg dir, wie du das, was dich ausmacht, leben kannst und in dein Leben integrieren kannst. Ja, und das ist ein erster wichtiger Schritt. Bereit zu sein, die Rolle des Opfers abzustreifen und sich zu sagen, ich kann mein Leben ganz bewusst aus dem Innen heraus selbst erschaffen. Ein erwachtes Herz bedeutet genau das für mich. Ich erschaffe aus dem Innen heraus mein Leben und ich erkenne die Einheit mit so einer, ja, wie soll man es nennen, göttlicheren, größeren Kraft an und ich erschaffe daraus und deswegen bin ich hier, um Erfahrungen zu machen, um zu erschaffen, um Dinge in die Welt zu bringen, um mein So-Sein mit anderen zu teilen. Das ist so der erste wichtige aktive Schritt.
Ja, wenn dir die Serie gefällt, dann abonnier doch einfach meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche mit der zweiten Bildkarte und dem zweiten Tool wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao, eure Britta.